Und wieder rein. Sehr gut, einmal fortsetzen. So, und da sind wir wieder in der neuen Aufnahme. Schön, wieder da. Ja, wo waren wir denn? Wir waren gerade dabei, die Maya hier zu vernichten. Natürlich aus gerechtem Grunde. Muss ich nicht sagen, warum. Das weiß ja jeder, das versteht man ja. Genau, wir waren gerade dabei, die Maya zu besiegen. Wir greifen gerade hier von zwei Seiten an. Aber unterstützt von Kuba aus, greift der Werte Herr... Befehle? Wo ist denn der gerade? Der Francisco de Montejo greift von Osten her an. Währenddessen versucht in Salina Cruz Hernan der Conquistador gegen die Azteken ein bisschen zu kämpfen und muss seinen Feldzug gegen die Maya hier unterbrechen. Die Azteken sind gerade dabei, Salina Cruz anzugreifen, zu belagern. Schon seit einiger Zeit schon. Sie wagen es noch nicht richtig. Sie hatten sogar noch Zeit, die Verstärkung herzuschicken. Und wir warten gerade noch auf die nächste Verstärkung. Eure Majestät. Von irgendeinem Hauptmann, aber der ist gerade unterwegs. Hauptmann Lopo. Die haben wir, Hauptmann Horatio. Erinnert mich an Endless Space 2. So, und Silberne Pegasus, Hallöchen. So, und hier waren wir und ich wollte, glaube ich, gerade die Runde beenden. Ist mir eine Ehre. Ja, wollten wir noch mit Dingens reden. Genau, und diplomatisch sieht es ja auch gerade ganz gut aus. Wir haben nämlich, genau, die Azteken haben gerade nur Feinde. Unter anderem mich, die, klar, die Tlaxcaltische Hauptstadt, also die, meine Verbündeten hier, die ich unterstützt habe, finanziell sogar, die schon seit einiger Zeit sich gegen die Azteken hier behaupten können. Und jetzt haben die Azteken ja, also seit letztem erst, die Tarasken auch gegen sich. Die zwar etwas weiter weg sind, aber das wird die Azteken schon etwas in ihrer Macht hier einschränken. Ganz gut. Ja. Ich hoffe nur, dass wir, dass meine Verbündeten die Azteken lange genug im Zaum halten können. Dass wir hier in Salina Cruz lange bestehen können. Bis der gute Francisco die Maya hier besiegt hat. Und dann auch vom Osten unterstützen kann. Genau. Währenddessen bauen wir noch eine weitere Armee, glaube ich, hier in Havanna auf. Genau. Eure Befehle. Das ist der König selber, wird nicht kommen, der ist zu alt. Der Vizekönig, nicht selber König, dem anderen König, der woanders das ist. Aber der Vizekönig wird nicht selber hier schlagen können. Wir bräuchten jemanden, ein Familienmitglied. Wir haben aber gerade keins. Das dann im Norden angreift, über Kuba. Tequester, das hier jedenfalls angegriffen wird, damit wir mehr finanzielle Möglichkeiten haben. Genau. So, die Azteken machen gerade ganz viele, oder was? Oder ist es verbuggt? Nee, zum Glück nicht. Sehr gut. Ah, ich muss auf Leertaste rücken. Klar. Leertaste sorgt ja dafür, dass die Einheiten sich schnell auf der Weltkarte bewegen. Ja, die bauen eine Armee auf. Die werden entweder Altun H oder Chetu oder wie die Stadt im Osten hieß, die werden die angreifen. Ja, ich will keinen adoptieren. Neue Mission vom spanischen Konsulat. Es wäre im Interesse Spaniens, wenn diese Siedlung Teil des neuspanischen Imperiums auf dem amerikanischen Kontinent würde. Und das Konsulat drängt euch, diese Siedlung rasch einzunehmen. Und zwar Trujillo. Wo ist denn das? Ja, volle Segel. Tatsächlich? Ja, mein Herr. Wir segeln morgen weiter, mein Herr. Wir könnten aber von Altun H und Chetu mal niemanden entbehren. Das macht es ein bisschen schwieriger hier. Die Mission, wie lange gelten die? 5 Runden oder 10? 10 Runden.
Nicht sehr viel, aber... Hm. Den könnten wir da entbehren. Ich meine, wir haben eine Armee hier, aber die Armee aus Havanna ist eigentlich für den Norden gedacht. Ich habe eine Idee. Ja. Befehle? Eure Majestät. Ich habe eine Idee. Was wünscht ihr? Während Gouverneur Petro Tikal angreift, belagert, verstecken wir uns hier mit der Armee. Marschiert! Verflucht, okay. Dann zerbricht mein Plan. Hier gibt es nichts mehr zu gewinnen. Befehle? Okay, ich stelle mich dann hier hin. Marschiert! So, wir stellen in eine Falle. Wir sind zurückgewichen. Wenn der Hauptmann A. Kakao. A. Kakao. Schöner Name. Wenn der jetzt glaubt, er hat der leichte Beute, dann kommt er genau in unsere Falle. Eure Majestät. Was wünscht ihr? Es wird zwar kein einfacher Kampf, aber es könnte funktionieren. Ja, wir müssen aufpassen. Ja. Stärkste Seite sind jetzt Apachen. Es wird allgemein als Tatsache akzeptiert, dass dieses Volk die stärkste militärische Macht der Welt bestreitet. Sollte seine Macht noch weiter anwachsen, so möge Gott selbst den Seelen seiner Feinde gnädig sein. In Europa verbreiten sich die Gerüchte um die neue Welt wie ein Lauffeuer. Man munkelt von Städten aus Gold und von mit Juwelen geschmückten Menschen. Schon befinden sich fremde Flotten auf See. Das ist nicht gut. Oh Gott. In Europa verbreiten sich die Gerüchte um die neue Welt wie ein Lauffeuer. Man munkelt von Städten aus Gold und von mit Juwelen geschmückten Menschen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass dieses ferne Land verlockend erscheint. Schon jetzt befinden sich fremde Flotten auf See. Unsere Aufklärer haben französische Entdeckergesichte, die sich von Norden nähern. Okay, ich habe ein Schiff im Norden. Setzen den Kurs, mein Herr. Ja, mein Herr. Okay, dann wird es ein Wettstreit. Das ist nicht gut. Schicken unser Schiff zurück nach Havanna. Ja, mein Herr. Wir müssen die schnelle Einheiten rekrutieren. Der Markt. Fortbilden nicht, das ist nur Zeitverschwendung. Mehr Ambroschützen. Wir müssen schneller sein. Schneller, schneller, schneller. Neues Familienmitglied. Agosto Velasquez. Velasquez, ich kann den Namen nicht aussprechen. Ich bin kein Spanier. Okay, die sind nicht auf die Falle getappt. Obwohl, ich hatte die erstmal dahin gesetzt. Klar, natürlich nicht. Die waren ja noch nicht dran. So, ist die Verschärfung da? Nee, noch nicht. Vorwärts! Unser Marsch für heute ist beendet. Die Stadt hält noch 4 Runden aus. Das geht. Auf euer Wort ist euer Befehl? Selbstverständlich, mein Herr. Oh, wow. Bin unterwegs. Und ich bin fast pleite. Die heutige Reise ist das ist nicht gut. Ich müsste jetzt irgendwie Gewinne machen. Hier, Uxmal. Höhere Steuern. Okay, das müssen wir mal durchziehen. Das können wir nicht. Solange sie nicht durchdrehen, könnten wir die Steuern mal erhöhen. Damit wir das mal ein bisschen besser hinbekommen. Da können wir die Steuern nicht erhöhen. Da nicht. Die ist sowieso unter Belagerung. Nicht gut. Jetzt haben wir noch minus 5.700. Das würde nicht ganz gehen. Ja? Wir müssen hier weiter stationiert bleiben. Und auf deren Zug warten. Die Belagerung stört hier. Ja, mein okay, Herr. Wir schauen mal, was passiert. Die heutige Reise ist beendet. Das ist schlecht für die. Ja, das sind sehr viele Azteken.
Ich meine, die haben auch Armeen. Das ist gut, dass unsere Verbündeten da noch mitmachen, aber... Nach 2000 Gold. Ich schau mal auf die Kasse. Einnahmen. Die haben sehr hohe Ausgaben. Die Folge vergrößert sich von Simon Guilmes. Ach, es ist unser Mönch. Und jetzt ist noch ein Mönch bei sich. Ein Mönch vertreibt sich gern die Zeit mit Leuten, die herumsitzen, speisen und über Religion sprechen. Minus eins Frömmigkeit, minus eins Reinheit. Wir könnten die Kosten reduzieren, wenn wir nicht so viel bauen. Eure Befehle, volle Segel. Ja, unser Schiff sollte wieder zurückkommen, das lassen wir mal setzen so. Setzen den Kurs, mein Herr. Ja. So, wir Befehle? Schicken die besten Leute ja. los. Ja, Befehle, mein Herr. Okay, wir müssen die Invasion vom Norden ein bisschen aufschieben. Wichtiger ist das hier im Süden, weil wir dadurch wieder Geld bekommen. Eure Befehle. Ja, mein Herr. Wir schauen mal hier, was uns setzen hier erwartet. Den Kurs, mein Herr. Wir segeln morgen weiter, mein Herr. Ja, da darf er mal durchfahren, weiter das ist kein Problem. Weiter kommen wir heute nicht, mein Herr. Ja, mein Herr. Vier Leute noch. Vier Einheiten. Der hier. Ja, der. Eure Majestät, marschiert! Okay, eine volle Armee. Ich darf das dann hier im Süden angreifen. Ja, mein Herr. Volle Segel. Wir segeln morgen weiter, mein Trullio. Trullio. Steuern wieder senken, weil die durchdrehen. Die fallen nicht darauf rein. Interessant. Benötigt ihr einen Weg? Ich weise euch den Weg. Schauen mal, ist der Weg frei? Nein, nicht ganz. Okay, das heißt, wir stellen hier eine Falle. Unser General Pedro greift hier an. Ja, mein Herr. Hier werden wir dem Feind entgegentreten. 2, 3, 4, 5. Beginne die Belagerung. Nehmen wir... Ja. Und wir stellen genau mit der Einheit hier eine Falle. Vorwärts! Dies ist eine wunderbare Stelle für einen Hintergrund. Als sie zurückkommen, schlagen wir dann zu. Okay, nächstes Problem. Befehle? Das hier im Süden. Wir müssen endlich mal die Belagerung hier durchbrechen. Ja. Nur wer wagt es? Eure Majestät. Wenn wir die Armee hier angreifen. Ja. Wie ihr wünscht. Wir greifen okay, der an. Ist ganz allein, das darf nicht sein. Wenn unser General die belagernde Armee angreift, dann haben wir alle. Marschiert. Das könnte ein großer Schlag sein. Wie machen wir das nur? Im Nachtangriff würden wir natürlich nur den Hauptmann angreifen. Das sind nur 286 Leute. Und ich bin auch dann ohne Verstärkung. Wir haben aber noch die Mauern auf unserer Seite. Ich steuere die alle manuell. Die sind aber alle außerhalb. Wir nehmen alle mit als Verstärkung und zwar KI gesteuert. Nachricht senden. Keine Ahnung, was das heißt, aber okay. Versuchen wir es mal. Wir bleiben ein bisschen auf. Wir bleiben vorsichtig. Wir müssen ein bisschen auf die Verstärkung hoffen. Lasst sie betteln, aber lasst sie nicht entkommen. Angriff! So, ich hoffe, da geht nichts schief. Okay, wir haben unsere Mauern auf unserer Seite. Der Feind ist hier. Die Verstärkung von denen wissen wir noch nicht. Wo ist unser Tor? Da. Wir haben sehr, sehr angeschlagene Einheiten. Vielleicht können wir hier die in Beschlag nehmen. Vielleicht können wir dann die Mauern hier ein bisschen ausnutzen.
Okay, die Musketier schützen. Das hilft nicht. Wir könnten aber hier rausstürmen. Unsere Einheiten hier positionieren. Wir bekommen dann Unterstützung von den Mauern selber. So, unsere Elite-Einheiten bleiben hier. Ne, die kommen auch mit. Du musst nur das hier wegtun. So, Musketierschützen, der kommt mit. General selbst kommt mit. Ja, okay. Die Bogenschützen feuern. Wir haben gerade einen Blitz am Himmel, deswegen ist es schön hell. Alle Einheiten nach draußen. Wir müssen die wir müssen die Verbündeten unterstützen. So, er kommt auch mit. Er kommt mit. Der General ganz gemächlich. Auch. Ah, okay. Da haben wir den Hauptmann Lobo. Was war das gerade? Ah, okay. Okay, ich kann mit den Verbündeten also sagen, was sie tun sollen. Das ist Hauptmann Lobo und das ist Hauptmann Horacio. Schusshaltung, defensive Haltung. Mhm. Hauptmann Lobo ist also im Süden. Okay, wir werden ihre Verstärkung natürlich sehr schnell besiegen. Ne? Da mache ich mir fast gar keine Sorgen. Kann es aber gar nicht erreichen hier. Okay, Schützen kommt mit. Ja, die können vielleicht auf uns zukommen. Das ist leichte Infanterie, kein Problem. So, stellt euch mal dahin. So, Hauptmann Horacio ist da ganz hinten. Unsere stärkste Unterstützung wartet hier einfach nur. Werdet mal eine aggressive Haltung einnehmen. Rennt da mal hin. Ja, die Bogenschützen müssen von der Mauer. Kommt mit runter. Das bringt da oben nichts. Die greifen an. Okay, das heißt. Aggressive Haltung, wir gehen rein. Infanterie rein, wir unterstützen unsere Verbündeten. General, hopp. Legt die Truppen ein bisschen langsamer. Bogenschützen nach vorne. Und Musketenschützen nach vorne. Halten, aber einfach nur Bauern. Das schafft eigentlich unser General selber. Wir sollten unsere Infanterie nicht so ausschöpfen. Nicht zu erschöpfen hier. So. Wir haben keine Chance. Wir fallen denen einfach in den Rücken, wenn die hier fertig sind. Also wenn sie angreifen. Ich bin durch ein bisschen durcheinander. So. So, rein da. Greift die erste Einheit hier an. Conquistadore, bitte rein dort. So, Feuer einstellen. Der feindliche General, dieser Feigling, flieht! Vorwärts und brecht den Kampfgeist seiner Armee! Die Schlacht steht zu unseren Gunsten. Wenn wir standhaft und aufrichtig bleiben, ist der Sieg unser. Den Feind hat es schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Okay, das war einfach nur einfach. Das waren einfach nur Bauern. Das Problem ist da hinten. Der Allmächtige sei gepriesen. Ja, alle der noch Feind leicht gepanzert. Hat nicht mehr den Mumm zu kämpfen. Wenn ich gar keine Panzerung. Unseren Vorteil nutzen. Die da hinten sind gefährlich. Okay, das heißt einmal aufstellen.
werden dieses Dorf hier verteidigen. So, das hat bitte einmal in Reih und Glied. Bam. So, die Schützen werden einmal von dieser Seite aus feuern. Die können am weitesten feuern. So, Bogenschützen da vorne. So, Unterstützungseinheit. Naral. So, unser Verbündeter sollte auf defensive Haltung gehen. Ihr bleibt bitte hier. Kann ich die positionieren eigentlich so? Nee, er kommt hier rüber. So. Die anderen Verbündeten kommen einfach hier rüber. Ihr werdet hier unten gebraucht. Okay, dann. Nicht das. Nur ein bisschen vorspulen. Okay, rücken wir mal alle gemeinsam ein bisschen weiter vor. Wir sind ja noch da ganz hinten. Bitte greift die an. Keine Ahnung, was sie in der Stadt da machen. Okay, Verbündete bitte einmal angreifen. Und Bogenschützen bitte nach hinten. Musketierschützen, bitte nach hinten. Es gefällt mir nicht, dass sie so nach links ausweichen. Bitte hier einmal unterstützen. So, General, bitte nach aus hier rüberweichen. Okay, die Verbündeten gehen rein. Die gehen auch rein. Rein dort. Keine Formation mehr halten. Das sind das Bogenschützen. Weg mit denen. Bogenschützenfeuer auf die Seite. Musketenschützen weiter nach hinten. So, General aufstellen. Wir müssen die Flanke sichern. Ja, aber es läuft ganz gut. Die Verbündeten sind perfekt drin. Unsere Verstärkung hinten ist auch noch da. So, neu aufstellen. Komm schon, komm schon, komm schon. Hau die weg. Ihr brecht nicht aus. Okay, die fliehen nicht, das ist gefährlich. Ja, gleich sind sie aber trotzdem weg. So, nochmal zurück. Wir haben ein Problem, die brechen hier in der Seite durch. In der Mitte eigentlich sogar. Wir feuern jetzt auf die da. General, ihr stürmt jetzt da rein. Es ist unklug, den Tag vor dem Abend zu loben.
Aber unsere Männer gewinnen die Schlacht und schmieden einen würdigen Sieg. So, wird er mal Bogenschützen weghauen. Das sind ein paar Söldner. Sogar meine. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Gut, die kümmert sich um die. Wir haben eigentlich gewonnen. Perfekt. Dann einmal Truppen sammeln. So, dann dürft ihr mal verfolgen. Ihr greift die Einheit an, dann die, dann... Warte, wie machen wir das mal? So, so, so. Die Conquistadoren greifen die da an. Danach die und danach die, danach die. Irgendwelche. So, und er verfolgt einfach die da hinten. Es ist unklug, den Tag vor dem Abend zu loben. Aber... Unsere Männer gewinnen die Schlacht und schmieden einen würdigen Sieg. Stimmt, der General fehlt noch. Und da ist er ganz allein. Wir schicken unsere Konquistadoren dahin. Aber die schaffen das vielleicht auch alleine. Trotzdem. Gepriesen ja, also. Sei der Herr! Unsere Männer haben den Feind. Der Allmächtige sei gepriesen! Unser Feind hat nicht mehr den Mumm zu kämpfen! Wir müssen unseren Vorteil nutzen! Machen wir auch. Wir jagen alle weg. Darf keiner hier überleben. Wer wird die Azteken hier noch am Leben lassen? Meine Güte. Wenn wir die am Leben lassen, dann kommen sie wieder. So, ausgezeichnet. Und schaffen die sowieso nicht mehr, warum nicht? Es ist zwar kein großer Sieg, aber wir haben wenigstens die Stadt verteidigt. Und es war Quixtli von Azcapotzalco. Die gesamte Christenheit wird den Sieg, den wir heute errungen haben, bewundern. In der Tat. Wir haben es geschafft. Und Hernan Cortes viel Erfahrung, meine Güte. Aber der hat auch reingehauen. Er hat sogar einen Goldrang. Wir stecken unsere Einheiten vor dem Feind, mein Herr. Auch Geld. Unser Volk wird für unsere Freilassung zahlen. Die Götter werden erfreut sein, wenn ihr uns die Götter... Wir fürchten unser Schicksal nicht. Die Götter werden unsere Seelen ehren. Wir fürchten unser Schicksal nicht. Wir haben Gold. Es könnte... Lösegeld abgelenkt. Abgelehnt. Unser kaltherziger Feind hat unsere angemessene Lösegeldforderung abgelehnt. Folglich wurde die Gefangenen hingerichtet. Ja, wir haben Gold. Wir haben kein Gold. Okay, damit hält mir diese Position sicher. Ich weiß nicht wie lange, aber das ist schon mal gut. Erstmal ein paar Einheiten hier fortbilden. So, wen können wir noch alles hier reinpacken? Die nicht. Eure Majestät, vorwärts! Befehle?
Ja, das wird das Schwere. Wir könnten jetzt Mittler angreifen. Eigentlich ist der Weg offen. Eure Majestät. Ja. Er wacht 4 Einheiten, das machen wir mal. Eure Majestät. Befehl, mein Herr. Wir werden Mittler angreifen. Befehle. Die andere Einheit bleibt Eure noch in Majestät. Salina Cruz, bis Hernan selber fertig ist. Und ausbrechen kann. Mangelnde Gerechtigkeit, Mauerbrecher, sehr schön. Wir müssen dann nach Tuxtla. Wo ist unser Spion? Ja, der Führer, der darf einmal darüber. Seht ihr einen Pfad, der mir verborgen ist? Ja, ja, wir brauchen mehr Informationen über das Gebiet hier im Süden. Nicht hinführen. Seht ihr einen Pfad? Ja. Okay. Ich kann nicht weiter. Havanna ist noch da. Finanziell sehen wir immer noch schlecht aus, aber besser als vorher. Sind wir bereit jetzt für den Angriff? Nee, da warten wir noch drauf. Aufstellen zum Kampf. Sie werden wir können den Salina Cruz mal die Steuern ein bisschen wir anheben. Belagern weiter. Ja, ist immer noch teuer. Wir könnten ein paar Bauprojekte entfernen. Ja, dazu kriege ich aber kein Geld. Dann warten wir einfach. Es werden sowieso dann Bauprojekte erstmal gestoppt, wenn die Finanzmittel ausgehen.